Hoho, ich fühle mich ja wie ein Vogel. Macht das Spaß. Und hier findet mich die Hexe nie. Aha, wo ist denn jetzt der Räuber? Hab ich dich endlich gefunden? Ich hol dich jetzt da runter. Ha, und dann wirst du mich heiraten. Mist, da komm ich nicht ran. Ach, viel zu hoch. Kriegst mich nicht. Freu dich nicht so früh. Mir wird schon noch was einfallen. Mann, ist das langweilig. Huch, was machst du denn da oben, Räuber? Die Hexe, die ist verrückt geworden. Die will mich heiraten. Die spinnt wohl. Aber die lahme Ente holt mich nie. Und was machst du hier? Seitdem unsere Puppenspieler nicht aus ihrem Zimmer dürfen, weiß ich gar nicht mehr, was ich machen soll. Hab gar keine Lust mehr, den Kasper zu ärgern. Ach, du bist es, Kroko. Du sag mal, kann ich ein bisschen auf dir reiten? Nee, lass das mal. Wir müssen doch Abstand halten. Alles blöd und ich hab so eine Langeweile. Keiner sagt uns, was wir machen sollen. Die Puppenspieler sind doch in Quarantäne und dürfen doch nicht zu uns kommen. Ja, echt blöd. Keiner, der uns sagt, was wir machen sollen. Ach, du bist es, Räuber. Sag mal, reitest du auf einer Kanone? Warum sind die Puppenspieler in Quarantäne und was bedeutet das denn eigentlich? Naja, ich hab gehört, in der Familie unserer Puppenspieler gibt es einen, der sich mit Corona angesteckt hat. Ach so, und jetzt müssen alle so lange zu Hause bleiben, bis festgestellt wird, ob sie auch krank sind? Ja. Und das kann 2 Wochen dauern. Und wir haben jetzt Langeweile. Da kommt man halt auf ganz blöde Ideen. Du, da hinten kommt die Hexe. Die hat ja einen Besen dabei. Ich glaub, wir verschwinden mal lieber. Komm, Kroko. Ah, hab ich mir was Tolles einfallen lassen. So, Räuber, jetzt hast du keine Chance mehr. Ich hab hier meinen spitzen Besen mitgebracht. Oh weh, jetzt geht's mir an den Kragen. Ich hab dir doch gesagt, dass ich dich kriege. Bitte nicht, lass mich in Ruhe. Ah. Hilfe! Hilfe! Jetzt hat sie mich gleich! Hilfe! Hau ab! Ich will dich nicht heiraten! Ja, was ist denn hier für ein Lärm? Das hört sich ja an wie wild gewordene Handfeger. Ach, da kommt ja die Prinzessin. Sag mal, was ist denn hier los? Ach, Kasper, alle spielen hier verrückt. Die Puppenspieler sind nicht da. Und jetzt weiß doch keiner, was er machen soll. Jeder macht hier, was er will. Die Hexe, die jagt den Räuber. Und dem Krokodil ist langweilig. Und das Gespenst hat in der Schlossküche den ganzen Schokoladenpudding aufgefuttert. Ja, ich weiß. Und deswegen hab ich mir auch was einfallen lassen. Es muss was passieren. Hier, Prinzessin. Hab ich was vorbereitet? Ich hab da was aufgeschrieben. Vielleicht kannst du das mit den anderen schon mal üben. Und dann sehen wir uns wieder. Oh, tolle Idee, Kasper. Das mach ich gleich. Na, die werden sich freuen, wenn sie was zu tun haben. Dann lass uns doch mal in dein Zimmer gehen und schauen, wie wir das am besten hinkriegen. So, dann wollen wir doch mal sehen, ob
das gut klappt, was wir geübt haben. So, kommt mal alle her. Kroko, wo bleibst du? Prinzessin, mach mal la la la. La la la. Hexe, du auch. La la la. Räuber. Lo lo lo. Und Hugo? Lo lo lo. So, Kroko, was ist mit dir? Lo lo lo. Hey, ein bisschen lauter. La la la. So ist gut. Und jetzt alle zusammen und auf geht's. Sehr traurig, weil ihr heute nicht hier seid. Aber ihr kommt ja bald wieder zurück. Passt auf euch auf, damit ihr gesund bleibt. Dass wir euch haben, das ist unser Glück. Na, das hat ja gut geklappt. So, liebe Kinder und Erwachsenen, ihr könnt ja mal versuchen, das Lied nachzusingen. Tschüss. Tschüssikowski. Wieder nicht erwischt. Na, da werde ich mal hinterher eilen. Vielleicht kriege ich sie noch.